und jederzeit loslegen. Warum kann man sich denn hier bei der KBO wohlfühlen? Ja, also ich habe das Gefühl, man hat einfach sehr nette Kollegen, an die kann man sich immer wenden. Geeignet, ich glaube, man kann sich gut reinfinden in den Job, muss da jetzt nicht irgendwelche Vorerfahrungen haben in Kinder- oder Jugendbetreuung. Also was ich noch wichtig finde, ist, dass man eben motiviert ist, auch ein zuverlässiger Mensch ist. Also nicht nur den Mitarbeitern gegenüber, sondern auch den Patienten gegenüber, weil die Patienten sich ja auf einen verlassen müssen, was man eben besprochen hat, dass das dann auch eingehalten wird. Verena, was zeichnet denn das Team in der Heckscher Klinik aus? Zum einen, dass es viele verschiedene Professionen sind, die da miteinander arbeiten, von Pflege und Erziehern über Sozialdienst, Spezialtherapeuten, uns Ärzten, die Psychologen, also einfach ein breites Bild, die zusammenarbeiten. Und ich finde besonders in der Heckscher eben auf Augenhöhe, man hilft sich gegenseitig, unterstützt sich und jeder bringt andere Ideen mit ein. Also mir im Vergleich zu anderen Kliniken aufgefallen ist, dass schon viele Mitarbeiter einfach schon eine sehr lange Zeit im Haus sind. Spricht ja auch für die Klinik, dass die ja anscheinend zufrieden sein müssen, gell? Vor allem in allen verschiedenen Berufsgruppen, oder? Genau. Also ich finde, teilweise hört man, ja, ich bin schon 17 Jahre auf der Station. Ja. Wer wird denn in der Heckscher gesucht? Was für Ärzte suchen wir denn? Ja, also im Prinzip ist jeder, der hier arbeiten will und motiviert ist und sich für das Fach interessiert, willkommen. Wir sind natürlich auch interessiert an Kollegen, die schon mal ganz woanders gearbeitet haben, an Kollegen, die zum Beispiel auch schon psychiatrische Erfahrungen haben. Insgesamt kann man in der Heckscher Klinik seine gesamte Kinder- und Jugendpsychiatrische Facharztweiterbildung machen, wird dabei unterstützt, sowohl finanziell für die Weiterbildung, die man ja außerhalb noch machen muss, für die Psychotherapie, als auch mit Weiterbildung im Haus, die es gibt. Ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen denn eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe? Ich finde, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist einfach sehr wichtig, weil ja, die haben eben ihr ganzes Leben oder zumindest ziemlich viel von ihrem Leben noch vor sich. Und dadurch hat man einfach einerseits eine große Verantwortung, dass sie eben wieder zurückfinden in ein Leben, in dem sie gut und gerne leben. Dann natürlich große Verantwortung hat man auch, dass man eben mit den Eltern gut zusammenarbeitet, dass man an einem Strang zieht. Warum ist denn Oberbayern eine besonders attraktive Region? Naja, in Oberbayern hat man Verschiedenes. Man hat die Berge zum Skifahren, zum Wandern, man hat Seen und man hat eben München als Stadt mit viel Kultur, vielen Angeboten und auch viele andere kleinere Städte. Also man kann sich, denke ich, hier immer wohlfühlen. Es ist eigentlich sehr regelmäßig, dass man woanders eingesetzt wird, dass man auch einfach als Assistenzarzt dann so dieses breite Spektrum auch mitbekommt. Also nicht nur an dem Standort, wo man vielleicht in dem Moment ist, sondern auch in den anderen KBO-Standorten. Je nachdem wird aber auch sehr auf die individuellen Wünsche eingegangen. Das finde ich auch erstaunlich in der großen Klinik, wie trotzdem versucht wird, ja, die einzelnen Leute zu berücksichtigen, ja, zu fördern, also dass man da wirklich unterstützt wird, ja, ja auch Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln, mhm, in verschiedene Richtungen, ja, also dass da wirklich mit einem zusammen geschaut wird. Arbeiten Sie gerne mit Kindern und Jugendlichen? Dann kommen Sie in unser Team. Wir brauchen Ihre Kompetenz und Unterstützung. Du. Wir suchen dich.